Hallo liebe SC Paderborn 07 Fans, ich begrüße euch zu der zweiten Folge Matteo fragt nach. Ihr habt mal wieder fleißig Fragen gestellt und ich freue mich, heute diese unserem Kapitän Christian Strohdig stellen zu dürfen. Ich fange direkt mit der ersten Frage an. Wie geht es dir? Gut. Und dir, Matteo? Mir auch. Sehr schön. Wie fühlst du dich in Paderborn? Reicht dir die Größe der Stadt? Ja, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen und ich habe hier alles, was ich brauche zum Leben und fühle mich hier natürlich auch pudelwohl. Dann sag uns doch mal deine drei Lieblingsorte in Paderborn. Oh, das ist gar nicht so einfach. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl auf dem Golfplatz in Thüle. Da habe ich ein paar Jungs, mit denen man ab und zu Golf spielen kann. Zu Hause fühlt man sich eh immer wohl, wo die Freundin sitzt und der Hund. Da verbringe ich auch sehr viel Zeit. Und gelegentlich mit meinem Bruder dann auf den Straßen von Paderborn ein bisschen auf dem Motorrad, wenn das Wetter mal wieder schöner ist. Welchen Beruf hättest du gemacht, wenn du kein Fußballer geworden wärst? Ich glaube, da wäre ich beim Zimmermann geblieben, weil ich da eine Berufsausbildung gemacht habe nach meiner Schule und konnte da auch dann mein handwerkliches Geschick ein bisschen beweisen. Weiter zur nächsten Frage. Was macht den Fußball für dich so besonders? Ja, der Fußball zeichnet einfach alles aus, was man so braucht an Emotionen. Man kann sich austoben, man kann sich ausleben, man kann mit Freunden Spaß haben, man ist draußen, man hat die verschiedenen Wetter, die zur Verfügung stehen, ob Sonne, Regen, Schnee, es bringt alles mit. Natürlich am Wochenende die Freude, dann mit den Fans im Stadion Fußball zu spielen. Und das ist einfach ein Riesenteil meines Lebens und darauf bin ich froh, dass ich den auch in meinem Leben habe, den Part Fußball. Jetzt, wie ich denke, zu einer ziemlich schweren Frage. Zu wem aus der Mannschaft hast du die beste Bindung? Ja, das ist wirklich schwierig, weil wir haben eine sehr gute Bindung allgemein in der ganzen Mannschaft. Besonders gut verstehe ich mit Leopold Zingerle, Sebastian Vasiliadis, Sebastian Schonlau, wir haben auch Sven Michel, Ben Zulinski, der mein Zimmerpartner ist. Also da habe ich schon ein bisschen engeren Draht zu den Jungs, aber allgemein verstehen wir uns alle hervorragend in der Kabine und macht richtig Spaß mit den Jungs tagtäglich da auf dem Trainingsplatz uns die Sachen zu erarbeiten. Sieht man ja auch auf dem Platz. Freut mich. Wie schaffst du es als Kapitän, die Mannschaft immer wieder aufzumuntern? Ja, auch wieder eine nicht so einfache Frage. Ich glaube, dass sehr viel von den Jungs selber kommt, dass wir einfach nicht darüber nachdenken, was jetzt groß schief gegangen ist, sondern die Jungs einfach heiß sind, einfach wieder auf dem Platz zu stehen, das Ergebnis vom Wochenende, wenn es nicht so positiv war, halt wieder ins Gute ummünzen zu wollen. Das haben wir uns über Jahre jetzt erarbeitet an dem Team-Spirit, den wir in der Kabine haben und das Miteinander. Und klar gehören dann einzelne Gespräche dazu, den einen oder anderen vielleicht mal so ein bisschen abzuholen. Aber wie gesagt, das macht einem die Mannschaft dann auch leicht als Kapitän, wenn sie so funktioniert, wie die Charaktere bei uns aufgestellt sind. Diese Frage hat tatsächlich mehrere Fans interessiert. Erzähl uns doch mal, wie bist du zu deinem Spitznamen gekommen? Ja, das war ein Ex-Spieler, der Nils Döring, der mich damals, als ich meine ersten Schritte im Profibereich gemacht habe, hat mir diesen Spitznamen verpasst, Chris Tucker. Ich glaube, der hat ein bisschen viel Rush Hour geguckt und wie gesagt, da ist Chris Tucker dann bei rumgekommen und das war dann irgendwann ein bisschen zu lang für den Fußballplatz und da hat man dann die Kurzform mit Tucker gewählt und ja, das ist bis heute so geblieben und ich bin auch nicht böse drum. Was machst du nach deiner Karriere? Kommt sowas wie Trainer in Frage für dich? Ja, man sollte niemals nie sagen, aber das ist jetzt nicht meine erste Wunschvorstellung, als Trainer zu arbeiten. Ich glaube, da ist für mich eher so ein bisschen auf eigene Beine ein bisschen was aufzubauen und dieses Trainerdasein kommt vielleicht mal, aber bis jetzt
ist es sehr schwierig für mich, da jetzt so eine Richtung vorzustellen. Ich möchte einfach noch ein paar Jahre Fußball spielen, solange wie das für mich möglich ist, auf diesem Niveau. Und was danach kommt, ich meine, in den letzten 2 Jahren ist auch so viel wieder passiert. Da hatten wir uns vor ein paar Jahren schon mal mehr Gedanken drüber gemacht. Aber Trainer ist jetzt nicht mein Wunsch Nummer 1 nach der Karriere. Welches Tor war für dich das Schönste, was du je gemacht hast? Ja, da muss ich nicht lange überlegen. Klar ist das erste Tor eigentlich mit das Schönste, aber da im Derby gegen Bielefeld den Ball da aus gut 35, 40 Meter ins Tor zu schießen, war dann nochmal ein Highlight für so ein Derby-Spiel. Und das war mit Abstand mein schönstes Tor dann. Kann ich verstehen. Hab sogar tatsächlich gesehen, dass ein Fan sogar dieses Tor als Antwort vermutet hat. Ja, dann muss man ihm dafür gratulieren. Ich glaube, es war für alle Fans dann auch schön anzusehen, weil es eben auch gegen Bielefeld war. Habt ihr untereinander eine WhatsApp-Gruppe, auch unter anderem mit Trainer? Ja, wir haben tatsächlich 2 WhatsApp-Gruppen. Wir haben einmal eine Informationsgruppe, wo alle dabei sind, wo die Trainer dabei sind, wo alle, die rund um den Verein oder rund um die Mannschaft sind, dabei sind, wie Physiotherapeuten, Ärzte etc. Aber wir haben auch noch eine eigene spielerinterne Gruppe, wo wir dann Sachen austauschen können. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit man über einen kurzen Weg auch verbunden ist, wo man kurze Fragen stellen kann und nicht über irgendwelche Ketten das machen muss. Kommen wir zur letzten Frage. Warum werdet ihr den Klassenerhalt schaffen und was spricht für euch? Ja, für uns spricht einfach, dass wir nicht aufgeben werden, dass wir einen guten Fußball hinten rausspielen. Wir verstecken uns in keinem Spiel, wir sind immer mutig und werden das bis zum Schluss beibehalten. Uns wirft nichts schnell aus der Bahn. Wir haben jetzt in den vergangenen Spielen mit 2 roten Karten mit einer Unterzahl gespielt und trotzdem immer fleißig und mutig nach vorne gespielt. Und das sind Attribute, die wir brauchen und die mich optimistisch stimmen, dass wir den Klassenerhalt am Ende schaffen werden. So, liebe Fans, das war's auch leider schon. Danke Christian oder auch Taka für dieses tolle Interview. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Dann lasst doch einen Daumen da und teilt das Video. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Matteo fragt nach.